Hauptbahnhof Stuttgart. Seit 2 Jahren schlüpft Alfred Weckerlin mit Stolz in die Uniform der Bahnhofsmission. Er ist pensionierter Lehrer und war stellvertretender Schulleiter. Sein Beruf hat ihn das ganze Leben finanziell abgesichert. Dann kam der Wunsch, etwas zu machen, wo ich auch wieder etwas von dem zurückgeben kann, was mir im Leben passiert ist. Und die Bahnhofsmission schien mir eine Gelegenheit zu sein, wo ich im Umgang mit Menschen, die Hilfe brauchen und die vielleicht, wenn es nicht so gut geht wie mir, wo ich da einfach tätig sein kann. Mehrmals pro Woche kümmert er sich um hilfsbedürftige Menschen am Bahnhof. Regelmäßig begleitet er sehbehinderte Reisende zum Bahnsteig. Also Melanie, gute Reise. Kommen Sie gut heim. Ich wünsche Ihnen ein schönes Wochenende. Die junge Frau kann alleine reisen. Für das Programm Kids on Tour betreut Alfred Weckerlin aber auch Kinder während der Zugfahrt. Sie leben meistens von einem Elternteil getrennt. Ich sehe, dass die Kinder froh sind, dass sie ihre Eltern wieder treffen und dann sagen, es war eine schöne Fahrt mit dir. Das gibt einfach ein schönes Gefühl der Dankbarkeit. Seine Tochter Julia Schäuble studiert in der Nachbarschaft. Gelegentlich besucht sie ihren Vater. Julia weiß, wie sehr das neue Ehrenamt ihn erfüllt. Ich würde es als Win-Win-Situation beschreiben, einfach weil er den Passagieren was geben kann, nämlich weil er einfach gut mit Menschen umgehen kann. Und andersrum bekommt er auch ganz viel von den Passagieren, weil er einfach ein Mensch ist, der viel Kontakt braucht und der auch gerne sich mit Menschen umgibt.